Ja, hallo erstmal und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Spielewelt MV. Ich bin der Terra und wir zocken hier gemeinsam The Evil Within 2. Ja, wie in der letzten Folge haben wir ja so einiges hergestellt, haben auch mit O'Neill gesprochen. Und ich habe mir so überlegt, dass wir in dieser Folge mal uns hier auf den Weg machen, um das Teil vom Präzisionsgewehr hier zu holen. Das liegt hier oben, genau. Und dann mal gucken, was Pistolen haben wir voll. Tasche für Pistolenmunition. Das werden wir mal gleich als nächstes holen, würde ich sagen. Und dann laufen wir von da nach da und dann suchen wir den Resonanzpunkt. Mal untersuchen, ne? Würde ich jetzt mal sagen. So. Öffnen, komm. So. Wo geht's eigentlich da hinten? Hm? Geht's da lang? Dann sag ich mal. Ach so, da geht's. Treppe hoch. Ach so. Aha, aha, aha. Nee. Okay, wir kommen gar nicht raus. Ist einfach bloß. Ist nichts weiter, ne? Nee, Mini-Pack haben wir voll, die Spritzen. Ja, haben wir ja hergestellt. Okay, also hier raus geht's nicht. Aber wir wissen denn, zur Not ist da noch mal so eine Spritze. Naja, gut. Boah, Alter. Komm, lauf mal hier. Cool. So, also hier geht's nur raus und woanders nicht. Na denn. So. Hier hatten wir soweit alles geräumt, gesäubert, ne? Außer es laufen uns schon mal welche über den Weg hier. Wollen wir mal die Pistolen-Munitionstasche holen? Mach nicht aus. Da ist noch ein Pflänzchen. Aha. Was ist da unter? Untersuchen. Aha. Was haben wir jetzt da gefunden? Waffenteile. Wunderbar. Hm, kann man die Hupe benutzen? Nee, wollen wir nicht. Komm, such mal ein bisschen in der Tonne im Dreck rum. Hm, nichts gefunden. Okay. Pflanze. Was leuchtet da noch? Da ist noch eine Axt. Die nehmen wir gleich mal mit. Man weiß ja nie. So. Müssen wir da rein oder was? So. Was war das eben hier? Hä? War da nicht irgendwas hier wegen Aufsammeln oder was hatte ich denn gerade angezeigt oder habe ich jetzt schon Hallos? Oh. Wo ist denn unser Ziel? Jetzt ist er nicht mehr da, muss er hier irgendwo sein oder was? Aha. Oh,
Keine? Gut. Los, lad mal nach. Gut, dass die nicht so flink sind. Immer ein bisschen rumgucken, aber irgendwie sind wir jetzt zu weit gelaufen, oder? Oh, gucken hier links und rechts. Oh, Resonanzpunkt wurde protokolliert. Ach da, vor uns. Erstmal nie. Hey, das rote Gel. Cool. Ach so. Der Zug fährt hier nirgendwo mehr hin. Ich will mal kurz auf die Karte gucken. Oh, wo sind wir denn gelandet? Ganz weit weg. Also müssen wir nochmal zurück. Durch den ganzen Zug düsen oder was? Ja, bleibt uns dann nichts anderes übrig. Aber das kriegen wir hin. Ach ja, jetzt fühle ich auch erschöpft. Komm, lass dich auf. So. Kommen wir denn hier weiter? Nein. Kommen wir hier raus? Ja. Da guck, da ist noch eine Statue. Haben wir wieder einen Schlüssel zum Nehmen. Komm, nimm. Hier drinnen, in dem Zug ist er dann also, oder was? In dem Hänger. Da geht die Tür auf. Hä? Nehmen, öffnen, was hat er jetzt genommen? Hä? Eintreten, mein Freund. Gut, dass wir noch eine Axt dabei hatten. Aber das scheint hier nicht so geheuer zu sein. Wenn wir mal nach links und rechts gucken, damit wir auch wieder einsammeln können. Mal schauen, mal schauen. Nicht allzu viel. Da ist so eine Kamera. Können wir nichts machen, können wir nichts zerstören. Da liegt auf ein armer Tropf. Und da ist denn die Tasche, ne? Jo. Juhu, Munitionstasche. Cool. Jetzt haben wir 32 Schuss, die wir... Pistolenmunition. Gibt das auch noch eine Tasche für Schrotflintenmunition? Nee, da kommen wir, können wir machen, was wir wollen. Ding. Oh. Boah, Bein weggeschossen. Okay, lass noch mal nach. Jetzt haben wir ja noch 4 Schuss. Oh, das war's schon. Ich dachte, es kommen noch mehr, aber nein. Er hat es gespeichert. Da steht die Kamera. Okay, dann können wir jetzt hier raus. Mal Licht aus, so. Denn wollten wir ja hoch zum
Scharfschützengewehr. Guck nochmal auf die Karte. Dann können wir da nochmal. Hier war nur Pistolenmunition, ne? Ja. Aber wir können jetzt ja mehr mitnehmen, ne? Was ist hier? Schrotmunition? Wäre interessant, ne? Wir nehmen mal da hin. Da wollten wir hin und dann wollten wir die Resonanz überprüfen. Okay, komm. Können wir laufen. Ab und zu mal. Ah, noch 140 Meter. So, machen wir kurz hier. Ach, hier war ja der... Ah, genau. Lackierzentrum hier. Zack. Ah. Hätte man ja fast gar nicht erkannt, dass da einer sitzt, ne? So. Hier nicht rein oder ich glaube hier, warte mal, könnte man hier raufklettern? Ja. So, komm, dann gehen wir da gleich mal rein. Zweimal das Ganze. Auch nehmen. Was blinkt das Auto so? Können wir aufmachen? Ja. Mach auf hier. Und rein hier. Los. Zack. Komm, gibt noch mehr. Nö. Gut. Können wir wieder runter? Was gibt die? Untersuchen. Ich brauche das dringender als du, Kumpel. Ja. Nun lass schon los, Mensch. Ach du Heilige. Schrotflinte. Zurück. Kann man mit dieser Optik. Oh, cool. Haben die jetzt angelegt oder gibt das jetzt... Ist hier extra? Eher Waffentypwechsel. Ach, das ist ja mit dem Laserpointer oder was? Ja, das ist doch gut. Haben wir denn genauso viel Schuss? Ja. So, jetzt müssen wir noch irgendwie... Da liegt noch eine Flasche, aber ich glaube, die haben wir eh voll. Ja. So, da brauchen wir mal gucken, wie wir denn hier wieder rauskommen. Weil ich weiß nicht, ob wir hier... Ach, da. Bestimmt. Okay, dann müssen wir jetzt hier verdeppen. Hoch. Dann nehmen wir das mal und klettern rüber. Hui. So, auf geht's. Jetzt wollen wir zum Scharfschützengewehr. Schrotmunition haben wir ja nur noch 3 Schuss. Aber war nicht auf der Karte hier und der Nähe auch irgendwo? Ah, ein bisschen weit weg. Wir gehen jetzt. Wir holen uns jetzt der Teil. Union City Hall. Können wir von hier aus aufsammeln? Das wäre ja schön. Nö. Gehen wir da mal rum. Ich höre euch schon tapsen hier.
Hab's geahnt, ich hab's geahnt. Oh, alter Falter, was ist das denn für eine? Oh, was haben wir jetzt? Rupplen. Nee. Kurz nachladen. Da drinnen sind auch bestimmt auch welche. So wie das anhört. Ah. Komm. Da ist das Teil für Präzisionsgewehr. Cool. Ah, mit den Teilen müsste ich das Gewehr reparieren können. Aha. Die sammeln erstmal auf. Die sind ja alle draußen. Oh. Mal gucken, hier ist noch was hier. Immer schlecht zu sehen hier mit dem Umgucken, sag ich mal. Da wäre es ja fast lieber, wenn das so ein Ego-Shooter wäre. Ah ne, okay, war voll. Puh. So, da draußen lauern welche. Okay. Aber wie viele das sind. Alter, was war das denn? Guckt die da irgendwas? Alter, was ist das für eine olle Kreatur? Au, oh, Säure oder sowas, ne? Ich laufe mal kurz mal weg. Zack, nehmen. Munition mehr. Ist sie nun tot? Hui. Die ist aber hartnäckig, ne? Das Olli echt. So, noch mal kurz gucken hier. Hier war noch eine Tonne zum Durchwühlen. Holla die Waldfee, sieht aus wie Schießpulver. So. Mein. Okay. Da war noch Gel, da wollen wir auch mitnehmen. Ach, da war ein Feuerfass. Ah. So. Ja. Nur die Frage, wie entzünde ich das jetzt hier? Kann ich da... Ah, alles klar. Hier ist nichts weiter. Da waren wir schon drin. Aber da war doch irgendwie was mit Munition, was wir nicht aufheben konnten. Ne?
Warte, ich komme hier wieder rein. Genau da. Was gibt's denn da? Ach, ist für Scharfschützengewehr. Ah, alles klar. Ey, ist eine Werkbank. Cool. Gar nicht mitgekriegt. Gleich mal Herstellung. 7. Zack. Voll. Präzision ist dank der starken Fernrohrs auf der Gegenstandsinfo auswählen zurück. Okay. Cool. Dann haben wir das fertig. Nee, da können wir nicht mehr. Okay, okay, okay. Da können wir bis zu 32 jetzt. Zack. Ne, gibt es einmal. Okay. Harpunbolz geht auch nur ein. Nicht 5. Ne, doch nicht. Wir haben nicht Materialien, genau. Und Spritzen stellen wir auch nochmal her. Gut. Denn wär's das? Warte mal. Können wir vielleicht eine Verbesserung nochmal machen? Und dann machen wir uns auf den Weg. Schrotflinte will ich hier. Magazingröße. Da brauchen wir 2. Wir haben bloß ein hochwertiges Waffenteil. Okay. Ach nee, warte mal. Hier. Da mal gleich reingucken. 100. Nachladezeit, Feuerrate, Magazingröße. 4. Feuerkraft. Ja, machen wir mal. So, jetzt haben wir noch 130. Können wir eine Magazingröße? Das sind 30. Feuerrate sind 50. Gut. Zack. Na toll. Okay. So, jetzt mal gucken. Das hätten wir denn auch fertig. Wunderbar. Wunderbar. Achso, geht nicht weiter rüber zu schieben. Schießpulver und hier ist Schrotmunition. Haben wir das eh vorgestellt. So, und hier wollten wir endlich mal den Resonanzpunkt untersuchen. Warte, ich muss noch mal kurz. Scharfschützengewehr auf 4 jetzt. Oder nee, auf 3. Dann machen wir die Spritze auf 5. Alles klar. Jo. Das ist ja wieder ohne Laser Pointer. Warte mal. Muss ich jetzt jedes Mal immer den auswechseln? Ach so. Das sind 2 verschiedene Waffen. Naja, ist klar, aber. Können wir die nicht auch eins legen? Ja, machen wir so. Genau. Ach nee, so. So, jetzt auf zum Resonanzpunkt. Wollen die auch mal zu Pötte kommen, ne? Also in dieser Folge haben wir ja gesagt, wollen wir ja uns nochmal um den Resonanzpunkt kümmern. Woher denn die Stimmen kommen. Da läuft schon wieder einer umher. Seht ihr das links? Rechts? Das ist doch schon wieder so ein. Ach, 3. Okay, mal gucken. Das ist wieder so eine Spuckeller, ne? Oh. Schießpulver, alles klar. Da hätten wir noch ein Vögelchen, hätte man gerade hier. Ach, da kommen wir durch, ne? Ja. Zack. Wir gehen wieder zurück. Oh, zu früh aufgestanden. Okay. So. Entweder umgehen wir ihn, das Ganze, oder? Ich weiß ja nicht, wo auch einmal alle herkommen hier. Achso, muss er auch mal erst nachladen. T
die Eier doch immer noch da unten mehr, ne? Irgendwo hier. Da. Sind zu viele. Wir müssen an der vorbei. Boah, cool, ne? Nachgeladen. Ja, ja, ja. Wir sind auch so eine Experten hier, ne? Ja, ja. Nächstes Mal habe ich vielleicht weniger Glück. Das sah ich denn. Diesmal glaube ich weniger Glück. Warte nach. Warum haben die mehr so viele Munition, das ist natürlich mein Nachteil. Ich meine, Schrotflinte ist ja schon ganz gut, ne? Was gibt's denn hier? Gel. Wo ist der Resonanzpunkt da oben? So. Uns bleibt da nichts anderes übrig. Wir müssen hier lang. Können wir auch mal die Pistole nehmen. Jetzt schon andere Leute, ne? Also die haben irgendwie anderes Blut jetzt, glaube ich. Kann mich natürlich auch täuschen. So, das war diese Schreiella. Da ist nochmal so ein dicker Pratzen. Umgucken, ob noch einer kommt von hinten. So. Schön Gel einsammeln. Nachladen. Komm. Da ist noch einer. Einer sind zwei, ne? Aber macht nichts. Macht nichts. Die holen wir uns auch noch. Können wir durch den Busch durch oder ist das wieder? Nee, wir können hier durch. Ach stimmt, da war ja. Stecken, wenn dein Körperfarbe wechselt, ist nicht entdeckt. Ah, sah ich doch. Schöner Kopfschuss. Ja. Ah, geht nicht. Na, wusste ich doch, da kommt sie wieder raus. Nachladen. Na komm. Hey, nee. So weit weg oder was? Hey, mein Freund. War das schon da am Kopf?
kannst auch sterben. Geht doch. Puh. So. Da unten ist auch noch eine. Habt ihr gesehen? Da unten. Wir wollen hier erstmal alles einsammeln. So. Aufladen nicht vergessen. Nachladen. Komm. Oh. Die Sohren und Schwören, die fliegen schon umher. So. Das nochmal mitnehmen. Mal gucken. Dass wir den hier unten nochmal erledigen. Komm, wir nehmen das hier nochmal. Das war so gut. Boom. Das ist cool. Okay, guck mal hier. Guck mal da, was da steht. Nehmen. Achso. Falsch jetzt. Bing. Haben wieder zwei Schlüssel. So, dann kommen wir hier nochmal zu ihm hier. So, und jetzt die Resonanzpunkt. Ach, da ist er. Müssen wir die Straße hoch. Aber das Scharfschützengewehr ist richtig gut. Ja, da mache ich Bums. So, mal gucken, was hier so los ist. Aha. Was war das hier? Ach, klettern noch so. Hölle geht hier vor. Sag es doch. So, da reingehen. Dann Fingerabdrücke. Sind die von Lilly? Lilly! Bist du hier? Ich bin's. Wo ist sie hin? Mal raussuchen, rausfinden. Tipsch, 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 hat man gehört. Ah, hier. Fußspuren. Lilly. Alles gut. Ich bin's. Sind wir jetzt wieder in der Realität? Na. Will nicht aufhören. Okay, ganz ruhig. Wie komme ich da rein? Da guck doch mal da unten hin. Guck doch mal, das leuchtet doch schon richtig. Schieb weg das Ding. Und dann wollen wir da reinkrabbeln. Komm. Runter. Und? Du, ach so, durchkriege ich mal davon alleine. Okay. So. Wollen wir uns mal umschauen? Ja, ja. Nehmen? Was kann er hier nehmen? Ihre Puppe. Ach so. Lilly war hier. Kluges Mädchen. Hat sie natürlich von ihrem Vater. Lilly. Oh Gott, sie ist in Gefahr. Jemand verfolgt sie. Mal auf der Rückseite nachsehen, wohin das Fenster wohl führt. Ja. Lilly als Puppe erhalten. Aha. Suche hinter dem Restaurant nach Hinweisen. Da kommen wir nicht rüber. Okay. Können wir jetzt die Tür öffnen?
Aber meine lieben Freunde, wie es weitergeht, was wir hinter dem Restaurant finden, das werden wir in der nächsten Folge erfahren. Ne? Also schaltet wieder ein und seid dabei, um zu wissen, wie es hier weitergeht bei The Evil Within 2. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt in die Kommentare, was euch gefällt, was euch nicht gefällt, wie auch immer. Ja, ansonsten abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und empfiehlt mich gerne weiter und schaut auch in meinen anderen Playlists nach. Ne? Also, bis dahin, genießt das schöne Wetter, genießt noch den schönen Sommer. Also, habt eine schöne Zeit. Bye bye, euer Terran.